Ihr Lieben, heute behandeln wir die zweite Frage unseres Gemeindekatechismus. Letzte Woche hatten wir eine Frage und heute die zweite Frage. Die Frage lautet: Wer ist Gott? Und die Antwort: Gott ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Nichts geschieht ohne ihn und ohne seinen Willen. Er ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Nichts geschieht ohne ihn und ohne seinen Willen. Zunächst ist er der Schöpfer. Und das ist wichtig, denn es gibt einen Unterschied zwischen dem Schöpfer und seiner Schöpfung. Es ist der Schöpfer, der weiß, was gut ist. Es ist der Schöpfer, der uns zeigt, wie das Miteinander zu funktionieren hat. Zwischen uns, zwischen Gott und Mensch und auch in der Schöpfung. Es ist der Schöpfer, der sich die Naturgesetze ausgedacht hat. Und er ist der Erhalter. Wir haben keinen Schöpfer, der irgendwann mal was gemacht hat und jetzt läuft alles ohne ihn. Nein, wenn sich Gott von dieser Schöpfung abwenden würde, würde gar nichts mehr laufen. Jeden Tag erhält Gott die Schöpfung und sorgt dafür, dass wir versorgt sind, dass wir atmen können, dass wir leben können. Gott ist der Erhalter aller Dinge. Und Gott zeigt uns immer wieder, dass wir ihm nicht egal sind. Er offenbart sich als Person. Wir können ihn kennenlernen. Er ist keine abstrakte Macht. In der Bibel sehen wir, wie Gott seinem Volk begegnet, wie Gott seinen Sohn schickt, wie er sein Reich auf dieser Erde aufbaut. Wir lernen in Jesus ihn persönlich kennen und Gott lässt sich anfassen. Gott ist ein fürsorglicher Gott. In unserem Gefallensein und in unserer gefallenen Schöpfung ist er immer an unserer Seite. Und deswegen sollen wir ihn loben, ihn als Schöpfer ansprechen und Erhalter, der so ganz anders ist als die Schöpfung. Denn es ist Gott, der groß ist und Wunder tut. Er allein, wie es im Psalm 86, Vers 10 steht. Wer ist Gott? Gott ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge.